So, das Update 11 ist released. Heute habe ich das alles schon für euch analysiert und extrahiert. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Servus Leute, hier ist euer DüsiBärs mit einem brandneuen Video und heute schauen wir uns das Update 11 an. Und zwar, wir haben es gerade schon gesehen, es ist ein neuer Ladebildschirm da gewesen. Der Ladebildschirm geht jetzt darum, dass man eben auch Update 11 die Vulkan-Ammo sieht. Und hier der Schwarzmarkt, der Schwarzpunkt ist ja komplett neu. Wenn wir uns ja anschauen, wir können jetzt hier erstens mal Meisterschaftskits kaufen. Und ich meinte auch, dass die großen, passt schon, die werden immer teurer. Und außerdem können wir uns Blaupausen kaufen und Kopfbedeckungen, was ich richtig sick finde. Und das Ganze scheint sich anscheinend alle 4 Stunden zu ändern. Unten sieht man es. Und ja, also der Schwarzmarkt, der taugt mir auf jeden Fall schon mal. Jetzt schauen wir nochmal, ob irgendein Bündel dazu gekommen ist. Und ja, es ist das Ninja-Bündel dazu gekommen. Richtig geil. Das sieht ja mal ultimativ geil aus. Wir schauen uns mal gleich mal an, was das Ninja-Bündel alles hat. Und zwar das Ninja-Bündel hat hier diese Camo, die Shurikan. Mit einem Ninja-Stern drauf. Dasselbe sollte für den Körper dann auch wieder sein. Man sollte nur seine Finger im Griff haben. Shurikan. Hey, hey. Was ist denn hier los? Es sind Shurikan, genau. Und was ist hier denn los? Es sind übertrieben viele Körpertarnungen dazu gekommen. Es sind jetzt wirklich sagen, alle Tarnungen, die es vorher gab für die Waffe auch als Körper dazu gekommen. Jetzt wäre natürlich das Interessante, wurde das auch umgedreht, ist jetzt auch jede Körpertarnung eine Tarnung für die Waffe geworden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Also in die eine Richtung ist das Ganze passiert, in die andere Richtung irgendwie nicht so. Und hier ist das Kunai-Schwert irgendwie noch. Jetzt ist die Frage, warum ist nicht das Deutschland-Bündel drin, was wir zusammen gemacht haben? Das frage ich mich gerade selber auch. Das scheint dann wohl erst im nächsten Update zu kommen. Weil jetzt gab es ja einmal das Drachen, jetzt kam das Ninja und im nächsten, denke ich mal, kommt dann hoffentlich das Deutsche. Außerdem ist auch noch dazu gekommen, dass es eine neue Maske gibt, eben durch dieses Bündel. Und diese Maske sieht so aus. Sie hat 50 Sekunden kürzere Sichtbarkeit auf der Minikarten. Das bedeutet nichts anderes als das, wenn ein Radar draußen ist, dass ihr nur noch halb so lange sichtbar seid. Also das hätte man irgendwie auch schreiben können, halb so lange sichtbar, aber gut. Leicht erhöhter Schaden durch Kopfschüsse, was meines Erachtens ein kompletter Witz ist, weil man ja durch Kopfschüsse sowieso eigentlich instant stirbt. Dementsprechend hat man eigentlich bei dieser Maske nur Vorteile. Und ich würde sie auf jeden Fall, wenn ich dieses Bündel hätte, wenn ich sage, ich will so Premium sein und mir dieses Bündel kaufen, dann würde ich sie auf jeden Fall auch mal ausrüsten. Also, was ist auf jeden Fall neu? Schon mal neue Tarnungen sind dabei. Und das neue Bündel plus neue Körpertarnungen. Und wir sehen es jetzt hier auch. Hier ist diese ultimative Shibing-Rüstung. Und ich finde, sie sieht einfach echt fucking sick aus. Wir schauen uns mal an. Immun gegen alle militärische Unterstützung außer der Luftschlag. Also ist wahrscheinlich auch gegen den Bomber immun, so wie es aussieht. Sie wussten es ja theoretisch schon vorher, weil ich habe da schon ein extrem ausführliches Video zu gemacht. Vielleicht nochmal nachschauen, falls ihr euer noch nicht alles gesehen habt. Und was außerdem noch ist, man hat einen reduzierten Schaden von hinten, also wenn man von hinten beschossen wird, durch dieses Schild, was wir jetzt gerade nicht so anschauen können, aber da hinten ist auf jeden Fall ein Schild und das reduziert den Schaden von hinten. So, das war Nummer 1 der neuen Rüstungen. Wir haben außerdem noch eine neue Rüstung und die ist eben beim Pionier. Das ist auch deshalb, warum wir diesen neuen Ladebildschirm haben. Und jetzt haben wir hier die Vulkan-Ammo. Ne, haben wir nicht. Die Vulkan-Ammo ist vorne. Hier ist die Vulkan-Ammo und diese Ammo sieht schon ein bisschen aus wie aus Call of Duty Black Ops 3. Aber ich denke mal, das habt viele von euch auch schon gesehen. Und jetzt schauen wir uns nochmal dazu, was kann das ganze Ding. Und zwar hat es eine gesteigerte Reichweite und gesenkte Abklingzeit für die Fähigkeit Frostexplosion. Gesteigerte Reichweite und gesenkte Abklingzeit für die Fähigkeit Frostexplosion. Was ist das denn bitte, eine Frostexplosion? Das weiß ich nicht so genau irgendwie. Warum ist die Frostexplosion? So, alle Geschütze haben Designverbesserungen, durch die sie deutlich schwerer zu zerstören sind. Ich denke mal, das macht mehr Schaden als auch mehr Leben. Zusätzlich gibt es auch noch beim Zepper das Tier 7 Geschütz. Und zwar hier, wir können es mieten für 325.000 Diamantenstaub. Das ist mal ein schicker Preis und das für 2 Stunden. Für 2 Stunden können wir 325.000
Für drei, 2 Stunden können wir für 325.000 Diamantenstaub diese Waffe testen. Also diese ganzen Preise scheinen doch nicht ganz so billig zu sein, wie wir dachten. Man kann es am Boden und dann die Decke befestigen. Ich kann jetzt leider nicht die anderen Preise anschauen, weil ich habe ja sonst bei diesem Account hier alle Waffen. Aber Tier 7 scheint nicht ganz billig zu sein, weil, ja, man sieht es ja. Über 250.000 Diamantenstaub, das knallt erstmal gut rein. So, dann zusätzlich wurde noch geändert. Man kann jetzt SB wieder mit 3 Leuten machen. Davor war es ja so, man hat 4 gebraucht, also beziehungsweise wurde auf 4 hochgemacht. Früher hat man 2 gebraucht, jetzt braucht man wieder 3. Zusätzlich wurden auch noch wieder die Bewegungsgeschwindigkeit zurückgesetzt. Weil die wurde ja bei Update 9 wurde sie ja langsamer gemacht, dass man langsamer läuft, nicht mehr so Butterflyen kann etc. Jetzt sind wir bei Update 11 und bei Update 11 ist das Ganze wieder schneller geworden. Wie viel schneller, das werden wir dann später noch im Spielmodus sehen. Und jetzt kommt das, was wir, denke ich mal, alle am meisten uns interessiert. Und zwar, wie sieht dieser neue Modus aus? Dieser neue Modus heißt im Deutsch Ansturm. Auf Englisch müsste der dann Rush heißen, das schauen wir uns mal kurz an. Rush heißt er genau, auf Deutsch heißt er Ansturm. Also ich muss sagen, Ansturm klingt hart behindert, aber Rush klingt doch mal richtig sexy. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal den richtig sexy Modus aus. Der funktioniert jetzt noch nicht, weil wir runterladen müssen. Dementsprechend warten wir so lange. So, es hat alles runtergeladen. Wir starten jetzt sofort in den Modus Rush rein, beziehungsweise Ansturm auf Deutsch. Es ist ja ein taktischer Modus, 5 Runden, also Best of 5. Wer zuerst 3 Runden gewinnt, hat das ganze Spiel gewonnen. Man hat nur 1 Leben pro Runde. Man kann zuschauen, wenn man gestorben ist. Man kann sich vor dem Spiel Power-Ups kaufen. Was auf jeden Fall klar ist, dass ich die Elite-Pakete öffnen werde. Also jetzt nicht unbedingt jetzt, aber die nächsten Tage kommt auf jeden Fall noch ein Elite-Pakete-Opening. Da versuchen wir natürlich auf die Vulkan-Armor und auf die Shibing-Armor zu spitzen, damit wir diesen Account wieder maximal ausmaxen. Vielleicht auch die Tier 7 was bekommen von dem Shotgun-Turret. Und so wie es aussieht, haben das noch nicht ganz so viele Leute dieses Update, beziehungsweise ja, alles runtergeladen. Weil ihr habt es gesehen, das Spiel hat sich wahnsinnig schwer getan, eine Lobby zu finden. Und deshalb hoste ich wahrscheinlich selber eine. Und wir probieren es jetzt mal aus. Was ist, wenn ich mit einer KOG 35% mehr Schaden mache? Das müsste dann eigentlich eine ziemliche One-Shot-Waffe sein. Und deshalb probieren wir das jetzt aus. Eine Runde hat 2 Minuten, so wie es aussieht. Und naja, einer von meinen Kumpels ist schon gestorben. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass wir viel weniger, also das sieht irgendwie unschärfer aus, aber okay, Ziel verloren. Es ist nur noch einer im Gegnerteam. Eingehendes Infopaket. Man muss sich auf jeden Fall extrem konzentrieren. Hier ist der eine gestorben. Hier ist der andere gestorben. Da hinten war er, oder? Fuck, von hinten. Wir haben die Runde verloren. Alles klar. So schnell geht der ganze Scheiß. Jetzt haben wir zum Beispiel nur 30 Intel. Ja, deshalb holen wir jetzt gleich die neue Runde. Es sind jetzt viel mehr Leute drin, also vielleicht habe ich jetzt die Chance, ein bisschen besser zu spielen. 4 Feinde übrig. Alter. Was geht denn hier ab? Es ist ja ungefähr nur niemand mehr da. Da oben ist einer. Es ist leider kein Grenade-Patch gekommen. Ziel verloren. Scheiße, Alter. Das ist ja so abartig schwer. Man sieht ja sogar, wer tot ist und wer lebendig ist. Also das ist richtig cool. Aber dieser KS Amnesia, der ist ja schon nicht ganz schlecht. Tja, probieren wir es nochmal. Vor allem, er hat mit Paragon gespielt. Das war natürlich ultimativ nice. Man sieht schon, 2 Runden haben wir jetzt verloren. Wenn wir die verlieren, ist das komplette Spiel vorbei. Und deshalb sollten wir das jetzt nicht verlieren, hoffentlich. Ich würde gerne mal einen ausschalten.
So, einen haben wir ausgeschaltet. Es hat vielleicht sogar doppelte Punkte gegeben. Und er ist einfach der dreckige Paragon-Pimmel. Wir sind rausgeflogen. Okay, also was man jetzt schon mal auf jeden Fall gesehen hat, es ist nicht ganz leicht. Ich habe mich auf jeden Fall saudum angestellt. Und Paragon ist auf jeden Fall fucking OP in diesem Modus. Deshalb, ich versuche es einfach nochmal jetzt. Neue Lobby, wo wir es ein bisschen besser probieren. Okay, wieder Aussichtspunkt. Was jetzt noch cool wäre, wenn rechts auf der Minimap man sehen würde, wo die ganzen Points sind. So, wir kaufen uns jetzt wieder, das haben wir gesagt. Und jetzt sehen wir auf der Map, wo die Punkte sind. Ja, nicht wirklich, wir sehen nur, wo das Hauptrelais ist. Aber wir sehen nicht, wo die Nebenziele sind. Schade. Ist echt schade. So, da ist eine Granate. Das heißt, hier könnte schon einer sein. Wieso fliegen hier schon so viele Granaten? Okay, oben ist erobert einer. Fuck, das war knapp. Aber ihr seht's, es ist auf jeden Fall ein Modus, wo man verstärkt mit Ding spielt. Mit Paragon bzw. PA39 bzw. Samurai bzw. Werwolf, also alle Sachen, die mehr Leben geben. Und wir haben noch einen Freund übrig, das Ziel ist verloren. Ja, ich habe jetzt 10 Punkte bekommen, weil ich einen Feind gekillt habe. Und diese, wann bekommen wir das hier? Das könnte sein, dass wir das nur bekommen, wenn wir vorher sozusagen die Runde überlebt haben, also wenn wir das gewonnen haben. Somit wären die ganzen Perks, die in der zweiten Reihe sind, nur noch halb so stark, was allerdings nichts an der Sache ändert, dass, dass viele Perks OP sind und dass zum Beispiel 30% mehr GP bei Paragon immer noch fucking overpowered ist, weil du dann halt 170 beziehungsweise bei 30% ist es ja noch viel, viel mehr. Punkte, die man dann bekommt bei 140, 30% wären nochmal 28, 3x28 mehr. Ja, 3x14 mehr, so rum wollte ich sagen. Es ist auf jeden Fall scheiße overpowered. Ziel gesichert, die Runde geht an uns. Nice. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben die Runde gewonnen. Und jetzt können wir sozusagen den zweiten kaufen hier. Regenerationstempo um Ding gesteigert. Oder wir machen einfach mehr Schaden. Und jetzt sind wir halt so richtig, jetzt sind wir so ein übel die Maschine hier. Wenn man sich mal anschaut, wir haben jetzt so die krassen Sachen, also man muss das aufbauen kaufen. Und jetzt sind wir dann so übel die Hardcore-Maschine. Wenn wir das jetzt hier sozusagen gewinnen, dann kann man uns kaum mehr fertig machen. Zack! Ich würde sagen, wir haben es gewonnen, oder? Ja, wir haben das gerade gewonnen. So schnell ging das. Es gibt recht viel EP, 1040 für eine Runde. Und es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Wenn man am Anfang die Power-Ups kauft, dann sind die Feinde an Stellen, wo man gar nicht mit ihnen rechnen würde. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber dieser Modus ist richtig sick, außerhalb davon, dass man leider mit Werwolf und Paragon einen scheiß Vorteil hat. Und das finde ich echt uncool. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich müssten hier so ungefähr schon die Turnierregeln gelten. Dass zumindest kein Paragon und kein Werwolf möglich ist. Das wäre ein ziemlich großer Vorteil, um das hier zu schaffen auf diesem Modus. Und im Abschluss kann man sagen, auf jeden Fall, die Shibing-Rüstung sieht richtig sick aus, die Vulkan-Armor sieht sick aus, inwieweit die overpowered sind, das muss man jetzt noch ein bisschen die nächsten Tage abwarten. Es kommt auf jeden Fall noch ein Review, sobald ich sie fertig gezogen habe. Ich werde versuchen, sie in den Kisten zu ziehen, keine Frage. Der neue Modus ist an sich cool, außerhalb davon, dass Paragon und Werwolf leider spielbar sind und dementsprechend einen harten Vorteil haben. Vor allem, nachdem man keinen Respawn mehr hat. Die Truppschlachten wurden von 4 auf 3 Personen runtergesetzt, was ich auch ziemlich gut finde. Die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit wurde wieder erhöht, finde ich auch ziemlich gut. Und das Ninja-Paket, gut, es ist jetzt die Frage, ob man das braucht oder nicht. Ja, und eben noch, es sind so viele neue Body-Combos dazu bekommen, das heißt, man hat wieder viele Sachen zum Freisuchten in den Elite-Paketen. Das ist jetzt wieder eine Sache, braucht man eigentlich nicht, aber sind da trotzdem dabei. Kann man lassen, muss man nicht. Im Allgemeinen finde ich das Update auf jeden Fall
besser geworden als Updates, die wir in der Vergangenheit hatten. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie ihr dazu steht. Schreibt mir das in die Kommentare. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir, was ihr noch zu dem Update alles sehen wollt. Dann mache ich mich da heute noch dran. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.